heißt die Josie und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du diese weite Männerboxershort nähen kannst. Los geht's und viel Spaß damit! Die Boxershort hat vorne einen offenen Schlitz. Bei dem Modell habe ich jetzt die Knöpfe durch und durch angenäht. Du kannst genauso gut aber auch Knopflöcher nähen und den Schlitz dann öffnen. Am Bund wird ein breites Gummiband fix eingenäht. Die Seitennähte sowie die Schrittnaht und die hintere Mitte werden als französische Naht genäht. Für die Boxershort benötigen wir zweimal die Hinterhose und einmal das rechte und einmal das linke Vorderteil. Wenn dein Stoff, so wie bei meinem Stoff, kein Kopfmuster hat, kannst du die Schnittteile Kopf und Fuß einlegen, wie hier gezeigt. Wenn du dann alles zugeschnitten hast, sind noch folgende Knipse zu machen: am linken Vorderteil, am Bund, am rechten Vorderteil, am Beleg unten und oben und auch hier nochmal am Bund. So, dann können wir auch schon mit dem Nähen beginnen und als allererstes versäumen wir die Belegkanten und den Schritt vom rechten und linken Vorderteil. Die Belegkanten versäubere ich mit der Overlock, zuerst entlang der langen Kante, setze dann nochmal ab und fange dann nochmal neu an bei der kurzen Kante. Wenn ich dann ums Eck nähen möchte, stelle ich mein Messer ab von der Overlock und fahre dann ganz vorsichtig ums Eck, also es geht wirklich nur sehr langsam, damit ihr eine schöne Naht bekommt. Wenn du dann beide Vorderteile versäubert hast, nimmst du das rechte Vorderteil zur Hand und bügelst den Beleg nach den Knipsen um. Der Beleg wird jetzt knappkantig abgesteppt. Du beginnst direkt an der Bundoberkante. Und endest an der Belegunterkante und verriegelst die Naht. So sieht das Ganze dann bei mir aus. Wir legen das linke Vorderteil aufs rechte Vorderteil und schließen die Schrittnaht. Du beginnst 1 cm oberhalb der Belegschnittkante und schließt die Naht füßchenbreit. Mit Hilfe des Knipses und dem Nahtende bügeln wir vom linken Vorderteil den Beleg um. Der Beleg sollte dann ca. 5 cm haben. Du kannst anschließend dann nochmal mit dem Maßband kontrollieren, ob es auch die 5 cm hat. Von der Bundkante aus steppst du den Beleg wieder knappkantig ab. So sieht es bei mir von außen aus. Im nächsten Schritt wird die Schrittnaht knappkantig abgesteppt. Dabei liegt die Nahtzugabe zur rechten Seite hin. Wie du sehen kannst, endet die Naht oberhalb des abgesteppten Beleges direkt am Schrittnahtende. Im nächsten Schritt wird das linke Vorderteil aufs rechte Vorderteil gelegt. Dabei kannst du dich orientieren an der rechten abgesteppten Naht und da legst du das linke Vorderteil, die Schnittkante, direkt drauf, fixierst es mit deinen Fingern und steckst eine Stecknadel an.
Damit sich der Schlitz beim Gummiaufnähen nicht verzieht, wurde er jetzt 8 cm knappkantig abgesteppt. Die Vorderhose ist soweit fertig, kommen wir jetzt zur Hinterhose. Die legen wir jetzt links aufeinander und steppen mit einer Nahtzugabe von 5 mm ab. Im nächsten Schritt streichen wir mit dem Fingernagel die Nahtzugabe auseinander. Genauso gut geht es auch mit dem Bügeleisen. Wenn du das soweit hast, kannst du die Hinterhose rechts auf rechts legen, sodass die Naht direkt an der Kante liegt. Du kannst das gern wieder mit den Fingern abstreichen oder gerne auch wahlweise das Bügeleisen verwenden und die Naht flach bügeln. Die hintere Mitte wird dann mit 7 mm abgesteppt. Die Naht der hinteren Mitte wird auf die rechte Seite gelegt und mit dem Fingernagel wieder abgestrichen oder wahlweise auch wieder mit dem Bügeleisen und wird direkt an der Kante knappkantig abgesteppt. So sieht das Ganze dann bei mir aus. Genau mit den gleichen Arbeitsgängen wie an der hinteren Mitte verarbeiten wir die Seitennaht. Dabei liegt die Nahtzugabe der Seitennaht in die Hinterhose. Auch die Schrittnaht wird genau gleich wie die hintere Mitte und die Seitennaht verarbeitet. Dabei liegt die Nahtzugabe in die Vorderhose. Jetzt kommen wir zum Gummi für die Bundkante. In diesem Schritt markierst du dir die Länge, die du benötigst. Damit der Gummi später mit gleichem Zug an die Bundkante genäht wird, wird der Gummi geachtelt. Hierzu halbierst du zuerst den Gummi. Dann wird er geviertelt. Und jedes Viertel wird nochmal halbiert. Genau wie der Gummi wird auch die Hose an der Bundkante geachtelt. Anfangen tue ich immer in der hinteren Mitte und habe dann meine vordere Mitte als die erste Hälfte. Lege dann die hintere Mitte auf die vordere Mitte und habe dann an der Seitennaht mein Viertel. Und dann wird die Seitennaht auf die vordere Mitte gelegt. Ich habe hier mein erstes Achtel. Dann hier die vordere Mitte wieder mit anderen Seitennaht. Ich habe dann mein zweites Achtel. Dann wird die Seitennaht auf die hintere Mitte gelegt. Ich habe mein drittes Achtel. Und dann wird die hintere Mitte auf die andere Seitennaht gelegt und habe dann mein viertes Achtel. Jetzt kann auch schon der Gummi angenäht werden. Dabei beginnen wir in der hinteren Mitte. Und jetzt ist ganz praktisch, dass der Gummi schon vorab einen Strich drauf hat, weil wir legen jetzt genau die Schnittkante an den Strich
Du kannst auch wahlweise mit einem Bleistift oder mit einem anderen Markierstift eine Linie von 7 mm ziehen und dann hast du auch eine Hilfslinie, wo du den Stoff anlegen kannst. Dafür verwenden wir einen sehr großen Stich, also am besten den größten Steppstich, den du hast. Der Gummi wird jetzt so weit gedehnt, bis der Oberstoff glatt liegt. Und hinten kannst du den Stoff immer ziehen, damit er besser transportiert wird. Und so arbeiten wir uns jetzt von Nadel zu Nadel. Also immer wieder den Gummi dehnen, so weit, bis der Oberstoff glatt liegt. An der hinteren Mitte überlappt ihr dann der Gummi und der wird jetzt noch mit einem Zickzackstich versäubert. So sieht jetzt unser Bund vorab mal aus. Jetzt wird der Gummi nochmal eingeklappt. Dazu befestige ich ihn mit einer Stecknadel die hintere Mitte. Genauso gut gehen auch Nähklammern. Das Ganze mache ich an der vorderen Mitte. Schaue jetzt, dass der Beleg unter den Gummi reinkommt, dass es keine Wulst und von außen sichtbar ist. Dehne den Gummi ein bisschen aus, damit der Oberstoff dann glatt liegt. Und das Ganze mache ich an den Seitennähten, also Gummi wieder einklappen, dehnen, dass der Gummi glatt liegt, dass wir genau die Weite haben, die Position. Jetzt wird das Ganze wieder knappkantig abgesteppt mit einem großen Steppstich. Wir beginnen wieder in der hinteren Mitte. Der Gummi wird wieder so weit ausgedehnt, dass der Oberstoff glatt liegt. Du hast ja als Hilfspunkt die Stecknadel, die du dir vorher gesteckt hast. Dann weißt du ganz genau, wie weit du dehnen musst. Zur Hilfe kannst du auch immer wieder den Stoff hinten etwas ziehen, damit er besser transportiert wird. Wichtig dabei ist auch, dass der Oberstoff glatt um den Gummi liegt. Also das heißt, du dehnst den Gummi, ziehst den Stoff ein bisschen nach links, dass er eben straff um den Gummi liegt. Er sollte sich natürlich nicht umbiegen, sondern einfach straff drumherum liegen. Und dann, wenn er nach hinteren Mitte wieder angelangt ist, wird vernäht. So sieht unser Bund jetzt von außen aus. Jetzt wird der Bund noch einmal eingeschlagen
und nochmal das Ganze in der hinteren Mitte fixiert. In der vorderen Mitte schaue, dass der Beleg schön liegt, dass er nicht irgendwie schief dann drinnen liegt. Die Seitennaht wird auch befestigt. Genau wie vorher steppen wir jetzt wieder den Bund ab mit dem großen Steppstich. Hier ist nochmal besonders wichtig darauf zu achten, dass der Oberstoff glatt um den Gummi liegt, dass es später auch schöner ausschaut und der Bund nicht zu luftig, sage ich jetzt mal, ausschaut dann von außen. An der hinteren Mitte wird dann wie immer verriegelt die Naht, dass sie nicht aufgeht. Und so sieht es dann fertig aus. Jetzt kann man den Beinsaum 2x1 cm hoch bügeln. Am leichtesten wirst du dir tun, wenn du zuerst 2 cm aufbügelst. Und dann nochmal die Schnittkante genau an die Kante halbierst und dann hast du genau den 1 cm. Der Saum wird dann knappkantig abgesteppt. Dabei kannst du einen normal großen Steppstich verwenden. Ich verwende immer 3,5 Stichlänge. So sieht es dann aus, der Beinsaum. So viel fehlt ja jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt nur mehr so ein Riegel quer über den Beleg. Wir messen jetzt ab dem Schrittnahtende 3 cm hoch und markieren das mit einer Stecknadel. Und jetzt steppen wir einfach da gerade rüber. Die Knöpfe kannst du jetzt nach Belieben aufnehmen oder du orientierst dich an den Markierungen am Schnitt. So oder so ähnlich schaut dann die fertige Boxershort aus. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, diese Boxershort nachzunähen, werde ich unten in der Infobox den Link zum Schnittmuster verlinken. Auch eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auf dem Blog. Auch den Link werde ich dazu geben. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.